Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Spruch immer am Anfang. Sehr kreativ. Ich bin heute so ein bisschen hier in der Massenproduktion, weil ich etwas vorproduzieren möchte, weil ich die kommenden Wochenenden immer ein bisschen nicht so viel Zeit haben werde. Und heute machen wir mal die Titelseite von meinem April-Insert. So richtig viel Plan habe ich noch nicht. Ich habe mir ein paar Sachen rausgelegt, die ich gerne verwenden möchte. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal zusammen. Ich muss das jetzt nochmal hier positionieren. Und jetzt muss ich das auch noch versuchen, hier irgendwie runtergepinnt zu kriegen. Also diese Javelers Notebook Klemmen finde ich ja ganz schön, aber die rutschen irgendwie immer raus. So richtig gut halten die nicht. Aber gut. Hauptsache schön. Also und zwar habe ich hier einmal aus so einem alten, also so ein Eisenbahnerkalender gewesen, ein französischer. Der ist so April mit den ganzen Namenstagen. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Und das war dann der Titel sozusagen von dieser Kalenderseite. Und dann habe ich hier noch eine selbstgepresste Blume, die ich auch ganz gerne noch verwenden würde. Das schneide ich jetzt aber auf jeden Fall schon mal aus hier. Da hatte ich was anderes ausgeschnitten aus der Seite und fand dann aber den Rest irgendwie noch ganz nett. Dachte, den muss ich mal noch aufheben. Und dann haben wir hier auch noch so ein paar Schönigkeiten, die ich in Happy Mails bekommen habe. Da könnte ich vielleicht dann auch noch was davon verwenden. Dann müssen wir nachher mal durchschauen. Jetzt ist mir hier auch noch mein Kabel im Weg. Mal kurz aufräumen. So. Also, das machen wir mal. Der Klassiker, immer reißen. Das ist, also finde ich irgendwie immer, sieht halt einfach immer gut aus. So schön vintage-y. Das so machen und dann irgendwie das da und vielleicht, habe ich gedacht, könnte man die Blume so ein bisschen in diesen Rahmen setzen. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur hier unten noch sowas, was ich dahin machen könnte. Gerade gucken, was wir da sowas vielleicht. Die sind ja auch nett, oder? Ich tue mal die Blume da ein bisschen in Sicherheit. Ich das hier durchblätter. Das hier würde ja farblich passen. Oder sowas. Ah, ich glaube, so ein Bibeltext weiß ich jetzt nicht. Dann schauen wir mal, was wir hier noch an Blümchen haben. Noch unter die echte Blume. Vielleicht sieht das gut aus. Das verstehe ich gar nicht, wie rum das gehört. Na, höchstens das vielleicht, aber die anderen sind ja, glaube ich, dann doch ein bisschen zu groß. Gucken wir mal noch mal. Also das würde ich so. Dann hier die Blume. Noch drunter? Nee. Machen wir da drauf. Aber was mache ich denn? Das sieht ja auch irgendwie komisch aus, wenn ich das nur so dahin klebe und dann nichts drauf ist. Und das passt jetzt farblich doch nicht so.
Perfekt. Habt ihr eins von denen hier? Wieder zu kurzen. Sieht auch irgendwie komisch aus. Da müsste dann noch mal das auch noch drauf, vielleicht. Ja, wenn ich das so ein bisschen nach links und dann das hier, das könnte, dann könnte ich nämlich auch da unten das noch so abdecken. Vielleicht so. Und dann, jetzt muss ich das mal kurz wegschieben. Schnell mal meinen Briefmarken gucken. Aber erstmal wieder ins Bild. So. Vielleicht noch so die ein oder andere Briefmarke. Oh, das raschelt laut, Entschuldigung. So, und vielleicht noch eine grüne. Ja, hellgrün. Das wäre vielleicht ganz gut. Ja. Wiedersehen. Nee, rot nicht. Die habe ich tatsächlich bei eBay ersteigert. Ich hatte ja letztes Mal irgendwelche viel Informationen gegeben, aber die sind von eBay gewesen. Da findet man doch schon immer mal wieder so Schätze, Journaling-Schätze. Ah, also, ich würde sagen, fangen jetzt einfach mal an. Machen das dann spontan. Oh Gott, wie ich die Blume da nachher aufklebe, ohne dass die kaputt geht. Bin ich auch noch gespannt. Hatte ich schon erwähnt, dass ich die Sachen da in diesem Umschlag von Plant Market aus Happy Mails bekommen habe von der lieben Mareike. Take a tape und meiner holländischen Brieffreundin Alice. Da habe ich mich sehr gefreut. So Happy Mails, das ist halt schon immer mal wie Weihnachten. Aber kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Jetzt kleben wir das hier so ganz elegant neben dem Clip. Kann ich den nämlich da lassen? Das jetzt dann oben drüber. Ich muss das jetzt einfach zuerst drauf. So. So hatten wir das irgendwie. Genau. Klicken das mal auf. Ihr denn eigentlich euch irgendwie ein Budget gesetzt für Journaling-Sachen? Habt ihr da so jeden Monat irgendwie einen bestimmten Betrag, den ihr dann dafür ausgeben wollt? Oder wie macht ihr das? Das würde mich mal interessieren. Weil man kann ja da wirklich schon auch ganz schön viel Geld lassen dafür. Muss man ja doch ehrlicherweise zugeben. Und ich glaube, das stößt auch nicht immer auf Verständnis von allen Seiten. Könnte ich mir vorstellen. Also ich, mein Mann würde da nie irgendwie hier mich
mir irgendwelche Beschränkungen auferlegen, aber ich mache das mir selber, weil ich denke irgendwie, naja, muss ja nicht sein, dass das hier zu sehr ausartet. Deswegen kaufe ich tatsächlich hauptsächlich irgendwie alte Sachen so von Flohmarkt oder jetzt eben eher eBay, weil es sind ja gerade keine Flohmärkte. Und ganz, 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 ganz selten nur richtige Stationery-Sachen. Aber ich habe ja trotzdem auch ein Budget gesetzt, das ich mir selber gesetzt habe. Weil ich das auch so ein bisschen schon auch kontrollieren möchte, ganz gerne, dass es nicht ausartet. Oh Gott, das ist ja furchtbar, das aufzukleben. Klebt jetzt mein Finger mehr als das, als die Pflanze. Aber gut. Wir werden sehen, ob das hält. Schlimmstenfalls mache ich am Ende wieder so ein Streifen transparentes Klebeband drüber. Also Paketband. Das funktioniert dann eigentlich auch ganz gut. Sieht dann halt nicht mehr so schön aus wie ohne. Dann machen wir hier noch die Briefmarken so. So hin. Ja, so. Gefällt mir. Ich habe auch noch eine riesengroße Briefmarkensammlung von meiner Großmutter. Und die sind alle so schön eingeklebt und ordentlich in Alben und so. Und ich frage mich da immer, ob sowas eigentlich wertvoll ist. Ob ich die auch verbasteln kann. Ich denke mir dann, ja, ich verbastel das jetzt und dann nachher sind das irgendwie 10.000 Euro wert. Und dann habe ich das hier in mein Tagebuch geklebt. Wäre ja irgendwie auch ein bisschen doof. Deswegen bin ich da immer etwas vorsichtig. Habt ihr eine Ahnung? Ja, aber ich glaube, inzwischen ist es gar nicht mehr so, dass man da irgendwie Geld damit machen kann. Oh, das finde ich jetzt aber irgendwie ganz nett. Ich weiß nicht, ob hier noch vielleicht was hin könnte, aber ich weiß nicht so richtig was. Wenn ihr mir da jetzt einen Tipp geben könntet, vielleicht. Sehr schön. Kreissticker, aber die sind so groß. Die sind zu groß. Dann gucken wir doch nochmal hier. Mit dem da. Ja, auch immer nicht so schlecht. Vielleicht nochmal so was Rundes dahin machen. Eigentlich ist das schon wieder zu viel, oder? Was sagt ihr? Aber da müsste dann ja irgendwas drauf. Hm? Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal so. Und wenn mir dann später noch was einfällt, was ich da hinkleben könnte, dann hole ich das einfach nach. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen. Und freue mich über Likes und Kommentare, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.